Ja, hallo zusammen. Themen sind alle soweit vergeben in der Organisation. Von den Präsentationen bin ich dabei. Ich hoffe, dass dann nach Ostern ich das eintüten kann und sage Ihnen dann Bescheid. Ja, ansonsten weiß nicht, ob Sie schon losgelegt haben oder legen Sie los, damit mit ihren Hausarbeitern. Und ja, hier bei staatlichen Rahmenbedingungen hätte ich mir auch nicht träumen lassen, als ich glaube ich in 2020 habe ich glaube ich im Sommer, nee, Wintersemester 2019 habe ich das erste Mal die Vorlesung gehalten, was sich seitdem alles getan hat. Zum einen Corona und dann habe ich eben jetzt auch neu seit 2 Jahren diesen Blog, damals ad hoc, weil da ging es ja in dem Sinne direkt los, als wir Vorlesungsbeginn hatten im Februar 2021. Ist jetzt kein klassischer Inhalt, aber ich denke, es ist so bedeutend für uns auch, wie es mit Europa weitergeht, dass das nach meinem Dafürhalten sinnvoll ist, sich das Ganze mal anzugucken. Wo kommen wir eigentlich her aus Europa? Und dann in dem Sinne zum einen, das haben wir letztes Mal dann gemacht, ja, kollektive Entscheidungen in der Bildung von Staaten. Da werden wir dann auch noch später einen philosophischen Überblick machen. Ein paar von Ihnen haben ja auch Themen gewählt, was so schlaue Leute in der Vergangenheit zu Staatenbildung gesagt haben. Und hier in dem Sinne etwas Konzeptionelles aus dem spieltheoretischen Hintergrund. Ja, welche Probleme sich grundsätzlich daraus ergeben können, wenn wir unseren Homo economicus zugrunde legen, jeder in dem Sinne an sich selbst denkt und wir grundsätzlich vom Marktverständnis, damit werden wir, denke ich, heute dann auch anfangen, warum es quasi ein ja, sinnvolles Konzept ist und auch solch ein Marktprozess durchaus was Sinnvolles ist, um Güter zu verteilen, aber wir eben auch an ganz grundlegende Grenzen stoßen können und das kann man recht gut mit der Spieltheorie erklären. Dort haben wir als erstes das Gefangenendilemma gehabt, wo wir dann eben sehen, wir kalkulieren in dem Sinne, ja, in Anführungszeichen alles richtig und stellen dann aber fest, hinten kommt für alle etwas nicht so Tolles dabei raus. Nämlich hier, wir haben in dem Sinne grundlegend in vielen Situationen den Anreiz, unseren Nachbarn übers Ohr zu hauen und denken, dass wir dann insgesamt gut bei der Sache fahren, wenn wir damit durchkommen. Im Allgemeinen können wir dann aber durchaus feststellen, dass wenn wir uns auf gemeinsame Regeln, das nicht zu tun, geeinigt hätten, dass es dann allen besser gegangen wäre. Also dies das Gefangenendilemma und als nächstes hatten wir dann das sogenannte Taube-Falke-Beispiel. Ich weiß nicht, in Betriebswirtschaftslehre oder in strategischen BWL-Modulen wird das häufig auch mitunter gemacht, weil man damit tatsächlich mit dieser Spieltheorie viel Verhalten auch aus betriebswirtschaftlicher, mikroökonomischer Ebene erklären kann. Ich mache eben jetzt das Blitzlicht in dem Sinne vom großen Ganzen obendrauf. Also hier Situation anhand ja, dem Film oder den Filmen, die wir manchmal haben. Zwei Leute rasen aufeinander zu und wer auf dem Gas stehen bleibt, der hat gewonnen. Dass wir hier dann sehen, wir haben zwei Gleichgewichte und naja, es ist dann irgendwie nicht klar, wo wir landen, aber dass wir tatsächlich bei uns, bei allgemeinen Überlegungen ähnliche Situationen haben, nämlich nehmen wir unsere Straßenverkehrsordnung. Da haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, dass wir grundsätzlich auf dem Kontinent prinzipiell rechts fahren.
Naja, und das in dem Sinne tatsächlich, die nicht auf dem Kontinent wohnen, nämlich in Großbritannien, die haben sich darauf geeinigt, links zu fahren. Also man hat dann irgendwann gesagt, ich selektiere etwas aus. Und was man nimmt, ist, ja, gibt keinen Vorteil für das eine oder das andere in der Situation. Und da hatte ich Ihnen gesagt, historisch ist das Ganze dann dadurch entstanden, dass wir durch die Kontinentalsperre eben vornehmlich dem gefolgt sind, was die Franzosen im 18. beziehungsweise dann Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht haben. Und dort wurde dann festgelegt, dass die Kutschen damals eben prinzipiell eher rechts fahren. Und in Großbritannien war es genau umgekehrt. Da hatten wir eben diese Separation des Ganzen. Aber dass man sich da dann eben auch auf eine Regel einigt, weil das andere, wir fahren beide mit Vollgas aufeinander zu und bleiben beide auf dem Gas stehen, das ist dann offensichtlich für alle ein gewisser Schaden. Aber dafür stellen wir dann eben Regeln auf und das ist dann so dieser Rechtsrahmen, den wir uns über die Zeit gegeben haben. Und auch in der aktuellen Situation solche Dinge, wie geht es weiter? Ja, dieses Taube-Falke-Beispiel ist ein Beispiel dafür, wenn jemand einen Vorteil hat, in dem Sinne zuerst zu ziehen, beziehungsweise sehr deutlich zu machen, ja, ich weiche eben nicht aus, denn dann, gegeben, ich nehme sehr stark an, dass der andere nicht ausweicht, ist für mich eben die optimale Antwort, doch auszuweichen. Also dadurch kann ich quasi in die Situation des Regelsetzers nachher kommen. Und zum Abschluss des Ganzen, ja, beziehungsweise die Beispiele hatte ich hier unten, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Letztes Mal, dass wir eben hier diesen immer noch schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China, der jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Die Amerikaner haben gerade, glaube ich, genug eigene Probleme im Vorwahlkampf, im Hinblick auf die Präsidentschaft. Aber wenn wir zum Beispiel den EU-Austritt von Großbritannien diesbezüglich interpretieren, da haben jetzt eben in dem Sinne die Briten gesagt, ja, wir wollen unsere eigenen Regeln setzen an dieser Stelle. Ja, zum Abschluss des Ganzen möchte ich dann eben auch noch aus aktuellem Anlass zwei Beispiele machen, wo wir in dem Sinne den Krieg in der Ukraine vielleicht versuchen können, ein bisschen damit zu erklären. Denn das Ganze hat ja eben auch eine Historie, dass wir über 5, 6, 7 Jahre in dem Sinne schon diesen schwelenden Konflikt im Osten der Ukraine gehabt haben. Dass wir dort eben separatistische Bewegungen hatten, pro-russisch. Und ja, wenn wir das in dem Sinne so als Auszahlung modellieren würden, dass die Ukraine in dem Sinne, wenn sie sagt, wir ja, wollen den Frieden wahren, also in dieser Situation vor 4, 5 Jahren gesagt hätten, naja, gut, dann kriegen die entweder eine extreme Autonomie oder, wenn sie wollen, können diese Gebiete sogar nach Russland übertreten. Wir bleiben beim Frieden und die Separatisten machen in dem Sinne den Druck, setzen sich durch, würden dann eben die für sie hohe Auszahlung von 10 erhalten und die Ukraine hat ein geringeres Staatsgebiet, also nur noch 0. Wenn beide in dem Sinne tatsächlich den Krieg beginnen, ist natürlich die Folge für beide Gebiete, sowohl den Osten der Ukraine als auch den Rest der Ukraine, dramatisch. Und damit zwei sehr niedrige Auszahlungen. Wenn beide Frieden wählen, sind beide in dem Sinne ja nicht richtig zufrieden gegenüber der Situation, wo sie ihre eigentliche Intention durchsetzen, aber wird immer noch besser sein, als wenn man das ganze Land zerstört. Mit 6-6 und das Umgekehrte in dem Sinne, wenn die Ukraine ganz kräftig auch mit Gewalt damals gegen die Separatisten vorgegangen wäre,
und die Separatisten sich nicht bewegt hätten, beziehungsweise nicht die engen Kontakte zu Russland gespielt haben, hätten spielen lassen, dann eben hier eine niedrige Auszahlung und eine hohe. Und auch diese Situation können wir jetzt eben spieltheoretisch mal wieder untersuchen. Das heißt, wir nehmen mal die Ukraine. Und die Ukraine hier oben wird jetzt eben hergehen. Machen wir das in einer anderen Farbe. Machen wir das rot. Ja. Und sagt sich jetzt eben, okay, gegeben, die Separatisten spielen den Krieg. Auf welche Auszahlungen wird dann die Ukraine schauen und was miteinander vergleichen? Gegeben, die Separatisten spielen Krieg. Auf was muss ich dann schauen? Internet kann gerne mitmachen. Also die linke Auszahlung ist diejenigen von den Separatisten und die rechte Auszahlung ist diejenige von der Ukraine. Die 0 und die 2. Na? Und damit wäre dann die 2 das, was man spielt, also Krieg. Na? Also ich vergleiche, 0 ist kleiner 2 und damit hat in dem Fall die Ukraine einen Anreiz, in den Krieg zu ziehen. Oder gegeben, die Separatisten sind friedlich, was vergleiche ich dann? Also ich gehe in die zweite Zeile. Die 6 und die 2, die 6 und die 10, so rum ist es. 6 ist kleiner 10 und damit wieder Krieg. Und dann nehmen wir die Separatisten. Da, was sehen wir hier? Blau. Da drehen wir jetzt das Ganze. Jetzt müssen wir eben in die Spalten gehen. Also, gegeben, die Ukraine würde Krieg spielen. Also es geht nicht darum, dass sie das schon definitiv machen, sondern nur ich denke mir das. Was wäre dann zu vergleichen und was kommt dann für mich als beste Antwort heraus? Oder für die Separatisten an der Stelle? Welche Zahlen vergleicht man? Also ich muss jetzt in die Spalte schauen und es geht um die ersten Auszahlungen, ja? Die 2 und die 0. Also 2 größer als 0 und damit ebenfalls Krieg. Oder gegeben, die Ukraine wählt den Frieden und dann wieder. Die 10 und die 6. Also 10 ist größer als 6 und damit ebenfalls Krieg. Und was haben wir dann wieder? Was muss ich noch unterstreichen? Das habe ich noch vergessen. Also hier. Die 2 war davon und die 10 hier. Und bei Blau brauche ich wiederum die 2. Und die 10 hier. Dann radiere ich die anderen mal besser weg. So. Was für eine Situation habe ich dann in dem Fall wieder? Ja. Genau, weil ich bin hier bei Krieg, Krieg als Nash-Gleichgewicht. Und das Ganze folgt daraus, dass ich hier Krieg ist
jeweils dominante Strategie und damit ein Gefangenen-Dilemma, denn was sehen wir? Warum nennen wir das Dilemma? Genau, denn bei Frieden würden sich beide Parteien gegenüber Krieg besser stellen. Ja, natürlich ist das in dem Sinne hier eine gewisse Willkür von den Wählen der Auszahlungen. Nichtsdestotrotz, auch in der politischen Analyse wird das relativ häufig gemacht und auch diese Spieltheorie in ihrer Anwendung, in ihrer praktischen Anwendung tatsächlich, kommt eben auch aus den 50er, 60er Jahren, als die USA und die Sowjetunion dann eben gegenseitig hochgerüstet haben, dann hat man tatsächlich das ganze Spiel theoretisch so mit analysiert. Einer der Begründer der Spieltheorie, John von Neumann, auch einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts, der hat also zusammen mit Oskar Morgenstern, einem österreichischen Ökonom, ein tausendseitiges Lehrbuch geschrieben über die Spieltheorie. Das ist so der Start der Spieltheorie. Der war in den 50er Jahren dann Berater des amerikanischen Präsidenten. Naja, und solche theoretischen Physiker, die sind dann auch mitunter sehr strikt in ihren Einschätzungen. Das heißt, dass, was das Werfen der Atombombe angeht, hat er die klare Empfehlung gehabt, dass der Erstschlag sinnvoll ist. Zum Glück hat sich, glaube ich, die amerikanische Regierung nicht an diese Einschätzung und spieltheoretische Analyse damals gehalten. Aber zumindest für den Verständnis eines solchen Konflikts und der Analyse ist das sicherlich ein sehr, sehr gehaltvolles Werkzeug und eben dann auch bei strategischen Unternehmensentscheidungen. Ja, und als abschließendes Beispiel habe ich dann nochmal hier auch ein bisschen versucht, mit Auszahlungen zu modellieren, den Konflikt, den wir quasi jetzt haben, zwischen der NATO und Russland, so ein bisschen zur Motivation. Die Unterstreichung mache ich dann wieder weg. Also, wenn die NATO sich hier zurückziehen würde und Putin marschiert ein, also sprich, wenn wir im Februar 2021 und März, April dann gesagt hätten, ja, ist halt so, können wir nichts machen, dann sagen wir, hier hat die NATO eben die Auszahlung null und Putin würde jetzt nicht nur im Osten stehen, sondern die ganze Ukraine wäre ohne die Unterstützung des Westens natürlich jetzt platt. Also in dem Sinne eine hohe Auszahlung von ihm hier mit 100. Dann, wenn Putin in dem Sinne stillgehalten hätte und wir in dem Sinne die Hilfen für die Ukraine oder die Westeinbindung der Ukraine immer weiter ausgeweitet. Das ist ja in dem Sinne das, was in der russischen Propaganda jetzt gesagt wird. Europa und der Westen rückt immer näher an an Russland mit hinan. Dann in dem Sinne eine niedrige Auszahlung für Putin und wir hätten die Europ oder wir würden sukzessive die Europäische Union ohne Probleme bis zur Ukraine mithin erweitern, also dann eine hohe Auszahlung. Naja, und dann kann man durchaus
sagen, die NATO oder wir halten uns weitgehend raus aus der Ukraine, aber auch Putin hält die Füße still für beide relativ niedrige Auszahlungen. Naja, und das andere, das, was wir jetzt haben, nämlich wir leisten zumindest, was das Ökonomische angeht, doch eine gewaltige Hilfe, wenn man die Milliardensummen zusammennimmt und den Blutzoll, den die russische Bevölkerung jetzt schon dort zu leisten hat, der ist natürlich auch gewaltig. Also zwei sehr stark negative Auszahlungen. Also das so ein bisschen zur Modellierung und Motivation der Zahlungen. Und jetzt wollen wir das Ganze in dem Sinne auch nochmal spieltheoretisch analysieren. Machen wir das jetzt. Ups. Und schauen, was dabei herauskommt. Starten wir mal mit Putin und machen dann gegeben NATO macht den Rückzug. Das heißt, wir starten in dieser Spalte. Welche Zahlen vergleichen wir dann? Putin ist derjenige, also die erste Auszahlung jeweils in den Klammern, ja? Die 2 und die 100, genau. Also 2 ist kleiner 100 und damit hätten wir Krieg für Putin als die bessere Alternative. Und als nächstes gegeben, wieder falsch geschrieben, die NATO unterstützt. Was vergleichen wir dann? Dann wandern wir in die zweite Spalte. Ja. 0 und minus 100. Genau. 0 ist größer als minus 100 und hätten dann Frieden oder Füße stillhalten als beste Antwort. Dann wandern wir zur NATO. Gegeben Putin würde die Füße stillhalten. Also jetzt in dem Sinne klappen. Wir gehen von der Spalte in die Zeile rüber. Dann, ja, genau, die 5 und die 100. Also 5 ist kleiner als 100 und hätten damit die Hilfe als optimale Antwort oder gegeben. Putin wählt Krieg. Und dann, ja, die 0 und die minus 50. Also 0 ist größer als minus 50. Und damit hätten wir den Rückzug. Naja, und dann sehen wir in dem Fall, passiert was? Wir haben hier zwei Nash-Gleichgewichte. Und in dem Sinne können wir uns dann fragen, naja, warum kommt es dann in dem Sinne trotzdem zum Krieg, dass in dem Sinne vielleicht aus der Situation heraus, also warum kommt es dann zum Krieg? Also dass in dem Sinne bei solch einer Analyse die russische Seite eben eventuell die Hoffnung hatte, sie kann in dem Sinne, das ist ja wieder ein Taube-Falke-Spiel hier, was modelliert ist, wir ziehen also in dem Sinne zuerst und dann werden die Europäer bzw. die NATO sich mit dem Ganzen schon abfinden. Also eventuell
hat Putin auf den First Mover Advantage gehofft, dass also nach dem Einmarsch Europa nicht eingreift. Naja, und wenn wir da mal zurückdenken, was damals passiert ist, da sind ja erstmal alle noch zu Putin an diesen langen Tisch, war ja noch der Ausgang von Corona, hingefahren und währenddessen durch Satellitenaufnahmen und allem drum und dran haben wir ja gesehen, dass da 200.000 Leute aufmarschiert sind. Also sagen wir, wir Europäer, wir wollten es wohl alle irgendwie nicht so richtig wahrhaben, was da passiert. Aber letztlich unterstützen wir jetzt ja doch. Das heißt, das war die Einschätzung und nach dem Kriegsausbruch kommt es zu einer Anpassung der europäischen Strategie. Also, dass man in dem Sinne dann langfristige Entwicklungen mit einpreist und sagt, naja, der Mann, diese Karten habe ich Ihnen ja auch gezeigt, der wird nicht aufhören, der wird weitermachen. Und das ist tatsächlich auch in dem Sinne, wenn man es jetzt nur auf die Ukraine beziehen würde, rein ökonomisch gesehen, vielleicht die sinnvolle Strategie nicht einzugreifen, aber dann eben die Einschätzung, dass er bei der Ukraine sehr wahrscheinlich nicht Halt machen würde. Und wenn man sich da wiederum die Historie anschaut, so weit wage ich mich dann raus, auch ein Napoleon hat sicherlich einen nicht geringen Selbstzweck darin gesehen, dass er eben einfach Krieg geführt hat. Auch wenn er jetzt nicht so negativ irgendwo in der Geschichte gesehen wird. Aber der ist auch immer weiter marschiert, bis er dann in Moskau seine Niederlage hat. Und selbst als er dann auf Elba interniert war, hat er immer noch nicht Schluss gemacht, sondern ist nochmal bis Waterloo gezogen, um dann irgendwann nach St. Helena verbannt zu werden. Und das, was man in den ganz dunklen Jahren in Deutschland sieht, Adolf Hitler und auch das NS-Regime, das war eben darauf konstruiert, Krieg zu führen. Und wir sind ja auch noch immer irgendwie der Meinung, bei der Einschätzung von Russland zu sagen, ja, warum steht dort die Bevölkerung nicht auf? Naja, das ganze Regime ist auf diese Repression ausgerichtet. Auch der jüngste schreckliche Anschlag ist in dem Sinne wahrscheinlich dahingehend zu interpretieren, dass egal, wer jetzt da letztlich dahinter steckt, es ist wieder eine Möglichkeit, die Überwachung und den Eingriff des Staates noch mehr auszuweiten. Also da sehen wir, auch wenn man nicht unbedingt sagen kann, dass Geschichte sich eins zu eins wiederholt, aber man sieht gewisse Parallelen und Leitlinien, die in solchen Konflikten ablaufen. Und wie gesagt, dass so ein bisschen die Motivation dieses Einführungsblocks sich mit spieltheoretischen Aspekten auseinanderzusetzen, weil das für die Analyse tatsächlich wirklich eine sehr gute Möglichkeit ist. Ja, auch in den Hausarbeiten, auch sehr individuell, habe ich Ihnen ja mitunter dann die großen Wirtschaftswissenschaftlerinnen, Wirtschaftswissenschaftler der Vergangenheit immer gezeigt. Und hier jetzt in dem Sinne bei dem Hintergrund auch die Personen, die quasi in der Entwicklung dort dahinter stehen. Also die Public-Choice-Theorie im angelsächsischen Raum ist also sehr stark mit James Buchanan, insbesondere Nobelpreis 1986 und Gordon Tullock
verbunden, die insbesondere dieses Buch hier, The Calculus of Consent, geschrieben haben, wo man sich sehr damit auseinandergesetzt hat. Oder dann Spieltheorie im Speziellen. John von Neumann und Oskar Morgenstern habe ich Ihnen eben schon gesagt, die dieses 1000 Seiten ungefähr mal das Œuvre in der Spieltheorie und dann später John Nash, John Harsanyi und das ist bisher immer noch unser einziger Nobelpreisträger in Deutschland, war Professor in Bonn gewesen, die 1994 insbesondere für die Spieltheorie den Nobelpreis bekommen haben. Ja, zu Reinhard Selten kann man in dem Sinne sagen, der ist seine ganze oder seine beginnende wissenschaftliche Karriere Ende der 60er, Anfang der 70er quasi ziemlich unterm Radar in Deutschland gelaufen, weil Spieltheorie sowas kannte man nicht. War sowas wie ein Oberassistent an der Universität und hat aber insbesondere hier mit John Harsanyi schon zusammengearbeitet und die Bedeutung, die kam dann eben erst 10, 15 Jahre später. Da haben wir in Deutschland noch wenig mit Spieltheorie zu tun gehabt. Okay, ja, das so ein bisschen als Einschub auch aufgrund der aktuellen Situation. Und dann möchte ich für die meisten von Ihnen, zumindest die bei mir auch die Public Finance oder beziehungsweise öffentlichen Finanzen gehört haben, ist das ebenfalls eine gewisse Wiederholung, wobei ich hier jetzt noch ein bisschen weiter gehen möchte, nämlich staatliche Rahmenbedingungen. Ich hatte Ihnen schon den Punkt genannt, Staat ist zum Großteil Rechtsrahmen. Und was den Rechtsrahmen angeht, da haben wir eben ganz grundlegend in vielen Gesetzesnormen, insbesondere auch auf europäischer Ebene, gesagt, wir wollen unser Land so strukturieren, dass wir nach Möglichkeit eine funktionierende Marktwirtschaft haben. Und dafür jetzt nochmal die Motivation, was steckt dahinter? Warum ist es vielleicht sinnvoll, sein Land über einen marktwirtschaftlichen Prozess laufen zu lassen? Und ausgehend davon ist, wir wollen das Grundproblem der Ökonomie lösen oder gut angehen. Das hatte ich schon beim Homo economicus genannt. Prinzipiell haben wir unbegrenzte Bedürfnisse, aber wir haben dummerweise nur begrenzte Ressourcen, um das Ganze zu befriedigen. Und das Ganze wollen wir jetzt eben mal aufbauen in einer einfachen Tauschökonomie. Soweit sind wir auch in den öffentlichen Finanzen gekommen. Und was ich dann hier noch mit dazu nehme, ist nachher dann die Produktion. Und dass wir hier dann, und das denke ich, sollte man zumindest mal dann auch in einem Masterstudium gesehen haben, dass wir einmal wirklich das ganze allgemeine Gleichgewicht zusammenpacken. Und das Ganze werden wir dann später auch noch anhand einer Aufgabe miteinander machen. Also erstmal sind wir nur bei zwei Individuen, A und B. Die haben gewisse Anfangsausstattungen der Güter X und Y. Und beide haben Präferenzen bezüglich des Konsums von X und Y. Naja, und jetzt gehen Sie eben mit Ihren Anfangsausstattungen rein in den Markt und überlegen sich dann dabei, naja, vielleicht kann ich ja einen gewissen Teil von meinem X gegen den Y von dem anderen austauschen und dann geht es uns vielleicht beiden danach besser. Naja, dafür brauchen wir gewisse Annahmen an diese Präferenzen und die kennen Sie auch schon aus dem Bachelor. Die ganz grundlegende Annahme ist, dass wir mehr immer besser finden und das als Annahme reinstecken. Wenn ich Mikro lese, dann sage ich immer, na, es muss nicht bei jedem gut so sein. Die 17. Kugel Schokoladeneis ist vielleicht nicht mehr besser. Aber im Allgemeinen wird das sicherlich eine ganz gute Annahme sein. Das nächste ist mit dem etwas kryptischen Begriff die sogenannte Konvexität. Das führt nachher zu diesen konvexen Indifferenzkurven.
Naja, aber das kann man auch relativ handfest machen, anschaulich, das nämlich bedeutet, dass wir, wenn wir mehrere Güter zur Auswahl haben, so im Grundsatz Mischungen aus beiden Gütern besser finden, als wenn wir all unsere Ressourcen nur in ein Gut reinstecken. Also in dem Sinne, 100 Äpfel wird in der Tendenz nicht so gut sein wie 50 Äpfel und 30 Bananen. Also Mischungen sind besser als Extreme. Und ja, das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens kann man vielleicht auch beim Schokoladeneis machen. Die erste Kugel ist noch richtig viel dazu. Die zweite ist vielleicht sogar noch ein genauso großer Nutzenzuwachs. Bei der dritten, ja, finde ich noch besser, aber wird schon ein bisschen weniger. Und bei der vierten, fünften, sechsten, da fängt es mir dann schon langsam an, wo ich sage, ist zwar schön viel Schokoladeneis, aber so richtig viel leckerer ist das jetzt dann daher doch nicht mehr. Das heißt, es kommt immer weniger mit dazu, aber wir gehen von der Nichtsättigung eben aus. Das heißt, immer noch mehr ist immer besser. Das sind also die Annahmen, mit denen wir reingehen. Und zum Tausch, wann kommt es zum Tausch? Dort verwenden wir das Konzept der Pareto-Effizienz, dass wir eben sagen, wenn wir schon eine Aufteilung der Güter X und Y auf beide Personen haben, sodass die sich zwar unterhalten, aber feststellen, wenn ich bei mir ein bisschen was abgebe von X und kriege was von Y dazu, dann bringt mir das überhaupt nichts, dann weiß ich nicht, fühle ich mich schlechter als vorher, auch wenn der andere durch diesen Austausch besser gestellt werden würde, dann komme ich durch Tausch nicht mehr raus. Und solch eine Allokation, die nenne ich eben Pareto-effizient. Das heißt, bei einer gegebenen Allokation ist es nicht mehr möglich, durch Austausch der Mengen einen Konsumenten, eine Person hier meinetwegen vielleicht A besser zu stellen, ohne dass B gleichzeitig aufschreit, nee, das finde ich aber nicht so gut. Beziehungsweise eine Pareto-Verbesserung, die liegt eben genau dann vor, wenn das Ganze noch möglich ist, dass beide sich durch einen Tausch besser stellen. Ja, ich glaube, damit ich Sie nicht zu sehr überfahre. Na, wo ist denn meine Maus? Da. Kopiere ich das ganze Bild mal und schmeiße hier einiges raus, weil das, glaube ich, zu schnell geht. Wie modelliert man jetzt solche eventuell vorhandenen Pareto-Verbesserungen? Also da stecken wir jetzt eben unsere rationale Nutzenmaximierung rein und verwenden dafür das Konzept der Indifferenzkurven. Und dann vergessen wir jetzt erstmal die Seite hier rechts oben, sondern erinnern uns an die Mikroökonomie. Wir haben einfach Y in der vertikalen und wir haben X in der horizontalen. Und in diesem XY-Raum können wir dann über eine Indifferenzkurve lauter Güterkombinationen uns einzeichnen, die den gleichen Nutzen haben. Das heißt, jeder Punkt dieser Aufteilung von X und Y für den Konsumenten A und diese hier oben gewährt den gleichen Nutzen. Und dann nehmen wir die Annahme, mehr ist immer besser. Das heißt, alles, was hier oberhalb liegt, ist die Bessermenge von A. Wenn er da hinkommen würde, würde er sich besser fühlen. So, und jetzt haben wir aber die Endlichkeit unserer Ressourcen.
Wir haben die Menge x quer und y quer vorgegeben. Das heißt, mehr als bis hierhin kann ich in meiner Ökonomie als a von x gar nicht konsumieren und auch nicht mehr als das von y. Aber das heißt, wenn ich diesen Punkt hier oben konsumieren würde als Individuum a, dann hätte b nichts. Dann ist nichts mehr für B übrig. Also ist das hier oben der Nullpunkt für B. Und jetzt begebe ich mich in die Perspektive von B und da sage ich mir, naja, dann muss ich gerade in dem Sinne das ganze Diagramm einfach nur nach oben drehen. Also ich gucke jetzt quasi von hier oben aus der Perspektive von B drauf. Und dann kann ich mir auch sagen, naja, von einer gewissen vorgegebenen Nutzniveau wieder repräsentiert durch eine Indifferenzkurve für B. Machen wir das vielleicht in einer anderen Farbe. Rot. Ist aus dessen Perspektive alles, was dann unterhalb der Indifferenzkurve liegt, für B besser. Das heißt, das ist die Bessermenge von B. Und wenn jetzt eben die Anfangsausstattungen zum Beispiel in diesen beiden Punkten wären, in einem von beiden, dann wäre es in dem Fall dann tatsächlich möglich, dass in dieser Schnittmenge dieser beiden Bessermengen die beiden sich durch Tausch beide besser stellen könnten. Das heißt, in der Schnittmenge könnten sich beide besser stellen. Naja, und jetzt, das geht jetzt ein bisschen schneller, aber dass Sie in dem Sinne dieses Bild ein bisschen im Kopf haben, hier nochmal etwas sauberer. Das können wir jetzt eben, wo kommen die beiden hin? Über den Optimierungsprozess uns vorstellen, dass wir jetzt sagen, jeder der beiden, ähnlich wie in der Spieltheorie, wo wir gesagt haben, der eine spielt Krieg, festgelegt, dann optimiere ich mich selber, gehe ich jetzt her und sage, naja, wenn ich den B, upsa, nicht in grün, immer wieder schwarz, in seinem Nutzenniveau aus Sicht von A festlege, dann versuche ich jetzt, gegeben diese Indifferenzkurve, meinen Nutzen zu optimieren. Das heißt, ich schiebe meine Indifferenzkurve so weit wie möglich nach außen. Und das ist letztlich das Gleiche, was Sie aus der Mikro kennen, nur da ist die Grenze nicht krumm als Indifferenzkurve des anderen, sondern als Budgetgerade. Und dann schieben Sie die Indifferenzkurve ebenso weit wie möglich nach außen. Das heißt, ich gehe so weit wie möglich hier raus und würde dann hier den Tangentialpunkt zwischen oder einen Tangentialpunkt von zwei Indifferenzkurven, einmal von B und einmal von A, erreichen. Und das heißt, hier bei solch einer Situation habe ich keine Schnittmenge mehr der Bessermengen, sondern es gibt nur noch diesen einen Punkt. Und das bedeutet jetzt auf mein Kriterium der Pareto-Effizienz, wenn sich diese beiden Indifferenzkurven berühren gerade noch, dann bin ich in einer Pareto-effizienten Allokation, nämlich genau dann, wenn die Grenzraten der Substitution von A und B gleich groß sind, denn die Grenzraten der Substitution, die entsprechen gerade den Steigungen der
Indifferenz. Kurven. Ja, und dann haben wir in dem Sinne das gesamte Potenzial, was durch Tausch noch möglich wäre, ausgeschöpft, wenn wir in einer solchen Pareto-effizienten Allokation sind. Und Bedingung dafür ist, dass die Grenzraten der Substitution sich gerade entsprechen. Naja, jetzt ist es aber ebenso, ich kann das ganze Spiel ja auch hier umgekehrt machen und sagen, naja, der B geht davon aus, dass dieser Nutzen vom A festgelegt ist und dann schiebe ich halt meine so weit wie möglich nach unten. Und dann landen wir auch hier in einer Pareto-effizienten Allokation. Und das kann ich in dem Sinne für jedes Nutzenniveau des anderen festgelegt durchführen. Und das bedeutet dann insgesamt in dieser Darstellung, dass ich zu einer ganzen Kurve, also von ganz vielen Pareto-effizienten Möglichkeiten für die Allokationen komme. Naja, und insbesondere müssen wir sagen, dass diese Extrempunkte hier, der eine hat alles und der andere hat nichts, auch Pareto-effizient sind. Warum das? Naja, das liegt an unserer grundlegenden Annahme, mehr ist immer besser. Auch der Superreiche findet es doof, wenn ihm was weggenommen wird. Ja, das hat eben hier noch überhaupt nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Eine Pareto-effiziente Allokation kann auch extrem ungerecht sein. Das wird mitunter immer mal gerne vergessen. Naja, das ist jetzt in dem Sinne das Konzept, wobei wir dann aber sagen, zumindest ist in einer Pareto-effizienten Allokation sind alle Win-Win-Situationen, also alle Verbesserungsmöglichkeiten, die beide gleichzeitig freuen, ausgeschöpft. Also es wäre sicherlich sinnvoll, wenn wir irgendwo hier auf dieser blauen Kurve bei der Ressourcenverteilung in unserem Land nachher landen würden. Naja, und jetzt packen wir die Mikroökonomie ganz explizit mit dazu, dass wir jetzt nämlich an der Stelle sagen, naja, wir haben ja hier so etwas wie ein Budget. Das Budget ist nämlich gerade gegeben durch die maximalen Mengen, die wir konsumieren können. Das heißt, wir maximieren jetzt, gegeben unser Budget, welches sich aus unseren Anfangsausstattungen ergibt. Ganz klassisch wie in der Mikroökonomie jeweils unseren eigenen Nutzen. Und das führt dann, das kennen Sie, dazu, dass die individuelle Optimierung, die hat jetzt nichts mit dem Nutzen des anderen zu tun, aber die individuelle Optimierung, die führt eben gerade zu der Optimalitätsbedingung, dass die Grenzrate der Substitution gleich dem Preisverhältnis sein muss. Na, das Wiederholung aus der Mikro, Y und X, das war Ihre Budgetgerade. Wir starten meinetwegen mit einer solchen Indifferenzkurve und dann schieben wir die so weit wie möglich nach außen. Und dann muss die Steigung der Indifferenzkurve, das wäre dann I Stern, I Null, die Steigung der Indifferenzkurve im Normalpunkt, Grenzrate der Substitution, ist gleich Steigung der Budgetgeraden und die Budgetgerade, deren Steigung ist gerade das negative Preisverhältnis. Naja, und dann können wir jetzt aber beide zusammennehmen. Also das Individuum A optimiert sich seine individuelle Grenzrate der Substitution entspricht dem Preisverhältnis. Und der B macht genau das Gleiche. Seine individuelle Grenzrate der Substitution entspricht auch dem Preisverhältnis. Wenn die beiden aber tauschen, ist das Preisverhältnis für beide gleich. Naja, und was passiert dann? Dann folgt aus dieser individuellen Nutzenmaximierung im freien Marktprozess automatisch, dass sich beide Grenzraten der Substitution entsprechen müssen. Und
Naja, weil das so ein fundamentales Ergebnis ist, auf dem letztlich dann auch die Entscheidung, wir organisieren unser ganzes Staatsleben, unser ganzes Gesellschaftsleben im Hinblick auf freie Märkte, nennen wir das den ersten Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie. Denn, und das ist eben der Punkt, ein Marktgleichgewicht bei funktionierenden Märkten unter vollkommener Konkurrenz führt automatisch in eine Pareto-effiziente Allokation. Also es gibt kein Verbesserungspotenzial mehr durch Umverteilung, weil wir automatisch eine andere Person schlechter stellen würden. Nichtsdestotrotz hat immer noch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Welche Verteilung ist denn jetzt aus gesamtgesellschaftlicher Sicht sinnvoll, sondern nur, wir kommen automatisch in solch eine Pareto-effiziente Allokation. Und das können wir dann individuell dadurch darstellen, dass wir sagen, gegeben diese Anfangsausstattung, die uns das Preisniveau, die relativen Preise festlegt, landen wir dann in einer der Pareto-effizienten Allokationen auf der Kontraktkurve. Naja, und jetzt können wir aber nämlich was nächstes Geschicktes machen. Wir können in dem Sinne diese Anfangsausstattung ändern, indem wir umverteilen, indem wir Subventionen einführen, indem wir Steuern einführen. Das heißt, wenn diese Anfangsausstattung irgendwo hier oben hinwandert, dann würden wir vielleicht in diesem Pareto-effizienten Allokation landen. Und das, ups, ist dann der sogenannte zweite Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie. Das heißt, zu jeder Anfangsaufteilung der Ressourcen gehört genau eine Pareto-effiziente Allokation, nachdem wir den Markt haben laufen lassen. Und somit haben wir dann zumindest ein Werkzeug an der Hand, wo wir sagen können, wenn durch den Staat, wo wir herkommen, meinetwegen hier was sehr Extremes rausgekommen wäre, und wir sagen, oh, das ist jetzt sehr ungleich, das kennen wir auch aus der Forschung und auch aus dem Allgemeinen, in sehr ungleich verteilten Gesellschaften kommt es relativ schnell zu Konflikten, sodass das ganze System nicht mehr stabil ist. Also lass uns das Ganze doch umverteilen, aber nicht genau dahin, wo wir es schon haben wollen, sondern durch die Umverteilung wandern wir automatisch auf dieser Kurve entlang. Das heißt, wir haben in dem Sinne die Möglichkeit, durch Änderung der Anfangsausstattung uns genau eine Pareto-effiziente Allokation auszusuchen. Welche wir uns aussuchen sollen, das ist aber wiederum auch eine Frage nachher von Wahlen oder von gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen, gibt uns auch nichts an die Hand, welche wir denn wählen sollten. Das Ganze habe ich an der Stelle nochmal soweit zusammengefasst. Also insbesondere das hier unten. Aus beiden Hauptsätzen, erstem und zweiten Hauptsatz, können wir nicht sagen, welches soll es denn jetzt eigentlich sein. So, was ich jetzt gegenüber den Veranstaltungen aus dem Bachelor aber noch mit dran packen möchte, das ist die Produktionsseite. Und zumindest die, die bei mir Makroökonomie gemacht haben, die kennen das Konzept der Transformationskurve. Was war die Transformationskurve nochmal? Wir haben wieder unsere zwei Güter, X und Y. Das werden wir gleich machen. Die werden mit Arbeit und Kapital jeweils produziert. Und Arbeit und Kapital sind jetzt aber auch wieder restrigiert in ihren möglichen maximalen Einsatz. Das heißt, wenn wir umso mehr X produzieren möchten,
brauchen wir da immer mehr Ressourcen von Arbeit und Kapital und damit geht dann die Produktion von Y runter. Und wieder auch unter den gängigen Annahmen, abnehmende Grenzprodukte können wir dann zeigen, dass wir im Allgemeinen mit einer konkaven Transformationskurve rechnen können. Das heißt, diese blaue Kurve, die repräsentiert uns jetzt, wie können wir in unserer Produktionssituation X in Y und umgekehrt überführen. Naja, jetzt kosten aber eben Arbeit und Kapital jeweils uns eine gewisse Menge an Ressourcen. Das heißt, über die Preise jetzt von Arbeit und Kapital kriegen wir wieder so etwas wie eine Budgetgerade aus der Mikroökonomie. Diejenigen, die es bei mir gemacht haben, das Ganze haben wir dann in dem Sinne in dem Modell spezifischer Faktoren im Außenhandel gemacht. Dass wir an der Stelle dann dazu kommen, die Steigung der Transformationskurve ist wie in der Mikroökonomie das Verhältnis der Grenznutzen, jetzt eben das Verhältnis der Grenzproduktivitäten. Also, das ist die Steigung der Transformationskurve. So, das ist erstmal nur das Konzept. Und jetzt, was machen die Unternehmen? Was unterstellen wir den Unternehmen in einer Marktwirtschaft grundsätzlich? Die Haushalte machen Nutzenmaximierung und die Unternehmen? Gewinnmaximierung, ne? Also eben wie wir dann an dieses Konzept der Pareto-Effizienz dann gesagt haben, jetzt nehmen wir den Markt mit dazu, die Haushaltsoptimierung gemäß der Nutzenmaximierung, packen wir jetzt das andere grundlegende Konzept in der Produktion von der Gewinnmaximierung mit dazu. Naja, und das ziehen wir jetzt in dem Sinne einfach durch, dass wir sagen, was ist denn der Gewinn? Der Gewinn ist Preis vom Gut X mal die Menge vom Gut X. Gut X wird hergestellt über eine Produktionsfunktion, abhängig von Arbeit und Kapital. Das heißt, das hier ist der Umsatz. Und davon müssen wir die Kosten abziehen. Minus Zins R ist der Preis meines Kapitals und W, Wage für den Arbeitseinsatz, ist mein Lohn. Lohnsatz mal Arbeitseinsatz plus Zins mal Kapitaleinsatz sind insgesamt meine Kosten. Naja, ich mache es jetzt hier nicht im Einzelnen. Wir machen das dann später noch anhand eines Beispiels, einer konkreten Aufgabe. Aber aus der Nutzenmaximierung sind Sie dann hergegangen und haben gesagt, ich leite das Ganze nach X und Y ab. Hier sind meine Variablen Arbeit und Kapital. Das sind die jeweiligen Variablen, die ich verändern kann. Und was passiert dann, wenn ich das Ganze nach X ableite? Preis unter vollkommenen Wettbewerb, sage ich, kann ich nicht dran drehen, muss ich als Datum nehmen, mal Grenzproduktivität des Kapitals. Ist gleich der Zinssatz. Na gut, jetzt konkurrieren aber X und Y beide um die gleichen Produktionsfaktoren. Das heißt, diese Maximierung hier, die muss auch bezüglich Y
durchgeführt werden. Das heißt jetzt was Ähnliches, wie wir es vorhin hatten mit Grenzrate der Substitution von A ist gleich Preisverhältnis, ist gleich Grenzrate der Substitution von B, gilt hier. Preis mal Grenzproduktivität ist gleich Grenzproduktivität des Kapitals von X, ist gleich Zinssatz und das Gleiche, wenn ich die Produktionsfunktion von Y nach dem Kapital ableite, muss ebenfalls dem Zinssatz sein. Das Ganze muss ich aber auch bezüglich der Arbeit machen. Das heißt, auch die beiden sind gleich. Naja, und jetzt folgt was relativ Schönes, dass wenn ich in dem Sinne das durch das teile und das durch das, da in der Mitte das Gleiche steht, fliegt es dann gerade eben raus. Und damit kriege ich dann die Grenzrate der Transformation, also die Steigung dieser Transformationskurve hier. Die müssen sich für beide Produktionsfaktoren gerade entsprechen. Und sie sind gerade dem Preisverhältnis der Güter X und Y. Das Ganze habe ich Ihnen dann noch auf der nächsten Folie zusammengefasst. Und jetzt führen wir das mit der Nachfrageseite in dem Sinne, also der Nutzenmaximierung, zusammen. Wir wissen, dass die Grenzraten der Substitution gleich dem Preisverhältnis sein müssen. Wir wissen, dass die Grenzrate der Transformation gleich dem Preisverhältnis sein muss. Naja, und dann haben wir das hier und hier und damit müssen insgesamt die individuellen Grenzraten der Substitution gleich der Grenzrate der Transformation entsprechen. Und das Ganze ist dann das Ende von heute, nämlich dieses hoffentlich halbwegs verständliche Bild dann, weil, dass ich es langsam genug aufgebaut habe. Das ist dann unser allgemeines Gleichgewicht, dass wir sagen, die Transformationskurve hier außen, das sind unsere Produktionsmöglichkeiten. Auf irgendeinem Punkt können wir produzieren. Das sind die effizienten Produktionspunkte. Und die repräsentieren uns dann quasi diese Größe unseres XY-Diagramms, was wir dann zwischen den beiden Individuen aufteilen können. Ich habe jetzt mal den Punkt hier oben mit gewählt, dass das unser Produktionspunkt sei. Das heißt, unsere maximale Menge, die wir jetzt hier produzieren, ist x quer hier unten und y quer hier. Und mit dieses x und y insgesamt können wir jetzt zwischen beiden Individuen A und B aufteilen. Und dafür habe ich Ihnen jetzt hier eine exemplarische Kontraktkurve eingezeichnet. Das heißt, die beiden Individuen können jetzt wählen, welchen Punkt wollen wir hier auf dieser Kontraktkurve der Pareto-effizienten Allokationen uns auswählen. Und in dem gilt dann wiederum auch, Preisverhältnis ist gleich jeweils Steigung der individuellen Indifferenzkurven. Und das heißt, die beiden hier, beide Geraden sind parallel und haben die Steigung
Px durch Py. Das heißt auch, und das ist dann in dem Sinne so ein bisschen das ja, etwas Komplizierte an dem Bild, wenn wir jetzt das Preisverhältnis ändern. Also das ist dann etwas anders, als wir es in diesem Bild haben. Wenn wir also hier die Anfangsausstattung ändern, dann bleibe ich immer noch in dem gleichen Rechteck in diesem Bild hier. Das heißt, meine maximalen Mengen x quer und y quer hier oben bleiben immer noch gleich. Wenn ich aber in diesem Bild hier das Preisverhältnis ändere, also zum Beispiel den Preis x senke, dann wird die Gerade flacher, weil die Steigung nicht mehr so steil ist. Und dann würde ich hier nach oben wandern, an die Stelle. Und das bedeutet dann aber auch, dass ich hier mein Rechteck verändere. Und dann würde ich hier eine neue, ups, Kontraktkurve bekommen. Und diese Steigung hier, die bestimmt mir dann auch wieder gleich automatisch eventuell hier die Aufteilung an der Stelle. Das heißt, in diesem allgemeinen Gleichgewicht, weil eben die Produktion wiederum von den Inputfaktoren Kapital und Arbeit abhängt, verschieben sich hier automatisch dann auch immer die maximalen Mengen von X und Y. Was ich jetzt nicht noch mit einzeichne dahinter, dann wird es aber drei- beziehungsweise vierdimensional, dass wir dann eben sagen, naja, unsere Arbeitseinsatz L, der hat ein Maximum, also beide können, wenn wir 8 Stunden Schlaf mal zugrunde legen, maximal 32 Stunden pro Tag arbeiten. Das wäre die Restriktion seitens der Arbeit. Und beim Kapital können wir genauso sagen. Wir haben also eine bestimmte Menge an Kapital. Wir könnten also neben dieses Bild dann auch noch eine Ressourcenbeschränktheit in den Produktionsfaktoren mit dazu nehmen. Aber das ja, möchte ich an der Stelle dann erstmal nicht noch weiter mit dazu nehmen, sondern ich werde Ihnen dann jetzt eine Beispielaufgabe mal hochladen und das ist relativ aufwendig, ne? Da kommen dann die blöden Cobb-Douglas und sonst irgendwas Nutzenfunktionen und Ableiten und sowas mit dazu. Das ist alles relativ komplex, weil es ist jetzt halt hier nicht nur ein Optimierungsprozess, sondern es ist Individuum A, es ist Individuum B und es ist noch die Gewinnoptimierung mit dabei. Aber ich denke, wenn man sich da einmal eben durchgewühlt hat, in dem Sinne, dann hat man dann vielleicht auch ein gewisses analytisches Verständnis für dieses allgemeine Gleichgewicht. Und das mache ich deswegen so ausführlich in dieser Veranstaltung, ja, weil es meistens irgendwie immer gesagt wird, ja, und dann ist das so und wunderbar und es funktioniert. Aber ich glaube, einfach mal, um so ein tiefergehendes Verständnis dafür zu bekommen, dass man solch eine Aufgabe dann auch mal im Ganzen durchgerechnet hat. Und Sie können ja vielleicht mal die Woche schon mal ein bisschen reingucken und Ihre Kenntnisse einmal aus der Mikroökonomie und für diejenigen, die es bei mir gemacht haben, in der in den öffentlichen Finanzen und im Modell spezifischer Faktoren. Dort finden Sie auch noch mal diesen Gewinnoptimierungsprozess. Da hatte ich Ihnen ja auch ein paar Übungsaufgaben mit dazu gemacht, aber es sind ja nicht alle irgendwo bei mir gewesen. Wir machen das hier von Grund auf, jeden Einzelschritt dann gemeinsam durch. Aber ich denke, Optimierung unter Nebenbedingungen und sowas haben alle irgendwo mal gemacht. Okay, ja, und letztlich ist
dieses Konzept dann mit die Grundlage unserer Wirtschaftsordnung und unserer Gesellschaftsordnung seit dem Zweiten Weltkrieg. Weil wir uns gesagt haben, das ist hier die Kurve hier, die effizienten Produktionsniveaus, die wir erreichen können. Und aus diesen effizienten Produktionsniveaus wählen wir uns dann nach Möglichkeit eben einen Punkt aus, der Pareto-effizient ist und das Ganze über einen Marktprozess. Ja, jetzt heute noch mit der Rechnung einsteigen. Ich glaube, das wird dann irgendwann ein bisschen zu viel. Dann machen wir jetzt heute Schluss. Ich lade Ihnen das dann hoch und gucken Sie mal schon mal ein bisschen rein und rekapitulieren Sie, auch wenn es ein bisschen länger her ist, was Sie im Bachelor gemacht haben. Und dann machen wir das nächste Woche gemeinsam. Okay. Dann vielen Dank für heute.